Dr. Klaus Wehmeyer ist heute mein Gast. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung, eigentlich mit Sitz in Hamburg, aber auch mit einem großen Büro in Berlin und mit ganz, ganz vielen Aktivitäten. Wir haben schon über die Runden gesprochen, die Sie da haben, die hochkarätigen Gäste. Der ägyptische Präsident war hier, der tunesische zuletzt. Das ist aber nicht alles. Sie bewegen sich ja noch auf anderen Ebenen. Ja. Wissen Sie, wir verstehen unsere Arbeit so ein Stück als Trainingslager für diejenigen, die sich mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen politisch im weitesten Sinne auseinandersetzen und beschäftigen. Und deshalb haben wir neben dem schon zitierten Bergedorfer Gesprächskreis unter fast 20-jährigem Vorsitz des Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker seit nunmehr fast 10 Jahren auch eine Institution hier in Berlin ins Leben gerufen, die mittlerweile Benchmark ist für solche Veranstaltungen. Das will ich mal unbescheiden hinzufügen. Das sind die sogenannten politischen Frühstücke, wo wir international wichtige Gäste in unser Büro einladen, um dann mit der sogenannten außenpolitischen Community Berlin ins Gespräch zu kommen. Wer ist die außenpolitische Community? Das sind Parlamentarier im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, im Verteidigungsausschuss im Wesentlichen. Es sind wichtige Position aus dem Kanzleramt, aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Verteidigungsministerium, Referatsleiter aufwärts, wenn Sie so wollen. Es sind wichtige Thinktanker aus Berlin, die wir zu solchen Frühstücken, bisweilen, wenn die Terminlage ist, bedingt auch zu Mittag- oder Abendessen einladen, um mit solchen wichtigen Politikern, beispielsweise jüngst dem britischen Europaminister, oder mit General Petraeus, als er noch in Amt und Würden in Afghanistan war, solche Gespräche zu führen, um einerseits die Charaktere der politischen Entscheider aus nächster Nähe, aus der Sicht unserer Außenpolitiker einschätzen zu lernen, aber um auch in sogenannten Hintergrundgesprächen Fragen zu stellen, die man so in der Öffentlichkeit womöglich nicht stellen würde. Die Runden sind also vertraulich. Die Runden sind. Schade, und das, ich wäre gerne mit der Kamera dabei. Das zeichnet im Prinzip die Arbeit aus. Es sind bewusst vertrauliche Runden, weil wir der Auffassung sind, dass hier sehr viel intensiver miteinander auch kontrovers diskutiert werden kann mit Gästen aus dem Mittleren Osten, aus Asien, wo wir jetzt einen Schwerpunkt haben beispielsweise. Und wenn man sagt, warum macht eine private Einrichtung so etwas wie ein Trainingslager für Außen- und Sicherheitspolitik, dann sagen wir, wenn Sie mal sehen, pro Tag in der Tagesschau ist fast die Hälfte aller Nachrichten außen- und sicherheitspolitisch geprägt. Die eigene Befassung mit diesem Thema nützt in der Regel kaum im Wahlkampf jemanden, der sich für den Deutschen Bundestag, kandidiert. Das heißt, die Besetzung von Ausschüssen wie dem Auswärtigen oder dem Verteidigungsausschuss ist für diejenigen, die sich hier engagieren, nicht immer wahlbefördernd. Und wenn Sie jetzt sehen, dass der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und sein Stellvertreter, Herr Polenz und Herr Klose, wenn Sie sehen, dass Herr Stinner für die Freien Demokraten als außenpolitischer Sprecher oder Christa Müller für die Grünen als außenpolitische Sprecherin allesamt abtreten von der Bühne und der Nachwuchs wirklich nur sehr, sehr rar ist, dann glauben wir, ist es umso wichtiger, dass wir hier ein Angebot liefern, nicht als eigener Thinktanker mit Programmen, aber als jemand, der eine gewisse Relevanz mitbringt, um sich mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu beschäftigen und sie auf die Tagesordnung im Berliner Tagesgeschäft zu halten. Das ist der Grund, warum wir das tun. Und der Herr Klose, der ja mal Hamburger Bürgermeister war, war bestimmt sehr viel bei Ihnen zu Gast im Bergedorfer Kreis. Herr Klose war häufiger Gast, Herr Polenz war häufiger Gast. Alle außenpolitischen und sicherheitspolitischen Sprecher der Fraktionen werden auch immer wieder eingeladen. So wie auch der Außenminister und seine Stellvertreter im Amt, so wie der Verteidigungsminister, der sehr häufig unsere Veranstaltungen nutzt. Und wenn ich beim Stichwort Veranstaltungen bin, es sind ja nicht nur die politischen Frühstücke. Wir haben auch für junge Außen-
politische Akteure mittlerweile das Körbernetzwerk Außenpolitik. Das heißt begründet. Berliner Forum Außenpolitik, nicht? Ist das die genaue Bezeichnung? Nein, nein. Oder ist das auch Körpernetzwerk Außenpolitik ist für junge Außenpolitiker, mit denen wir Veranstaltungen machen, die sich auch wieder aus unseren anderen Formaten begründen. Aber wir machen mit jungen Außenpolitikern auch Reisen, sogenannte Field Trips in Krisenregionen, in Krisenländer. Wir waren in Georgien, wir waren im Iran, wir waren in Saudi-Arabien, wir fahren jetzt nach China, um diesen jungen Mitarbeitern von Außenpolitik und, wie soll ich das nennen, jungen Karrierebeamten die Chance und die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild über die außenpolitischen Szenen und Szenarien zu machen. Wir arbeiten zusammen mit Wolfgang Ischinger bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo wir ein eigenes Format Munich Young Leaders haben. Das alles sind Formate im Hintergrund, die nicht im öffentlichen Licht stehen. Aber Sie sprechen das Berliner Forum Außenpolitik an, was wir seit 2011 machen. Hier haben wir bewusst eine öffentliche Veranstaltung, wo wir die Außen- und Sicherheitspolitik aus der Sicht der deutschen und europäischen Perspektive beleuchten. Und die wir zu einem öffentlichen Forum machen, zu dem wir einladen, öffentlich einladen, auch die Medien. Ich hatte ja versprochen, dass man teilnehmen kann. Da jetzt kann man teilnehmen. Da kann man teilnehmen, das ist einmal im Jahr. Das erfahre ich auf Ihrer Webseite. Genau. Und wir laden dazu dann auch ein. Und das nächste Berliner Forum Außenpolitik wird im November stattfinden, nach der Bundestagswahl, wenn sich die neuen Formationen, wie auch immer sie ausfallen, gerüttelt haben. Aber wir sind der festen Überzeugung, das machen wir übrigens auch in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt, dass auch die nächsten Minister diese Möglichkeit nutzen. Wir hatten im letzten Jahr den britischen Außenminister Hague bei uns, der eine sehr deutliche Position Großbritanniens hier auf dem Forum vertreten hat, was also zu großer, auch öffentlicher Resonanz geführt hat, die unserer Außenpolitik nicht immer gefallen mag. Aber das ist ja der Charakter. Es nutzt nichts, miteinander Shake-Hands zu betreiben. Das sehen wir oft genug in den Medien, sondern wirklich relativ Tacheles zu reden, um auch ein Verständnis für die jeweiligen Positionen unserer Partner zu gewinnen. Ich muss das nicht betonen. Es ist auch eigentlich, muss man es gar nicht fragen. Sie sind parteipolitisch völlig unabhängig. Wir sind parteipolitisch völlig unabhängig. Wir laden alle im Bundestag vertretenen Parteien und deren Vertreter zu unseren Veranstaltungen an. Von rechts bis links, wenn Sie so wollen. Das ganze Spektrum ist bei uns vertreten und offenbar auch sehr gerne zu Gast. Ich hatte versprochen, kurz vor der Pause, dass es ja einen Zugang gibt zu dem, was Sie machen, außer zu den vertraulichen Runden. Das heißt, Sie publizieren ja eine ganze Menge Material, Papier über das. Ja. Wie komme ich daran? Wie kommen Sie daran? Nutzen Sie unser Internetangebot unter www.körber-stiftung.de. Nutzen Sie unser Angebot in der Edition Körberstiftung zu allen unseren Inhalten, die wir sind. Wunderbare kleine, dünne Hefte. Ja. Ja, die habe ich schon, glaube ich, als Student benutzt. Ja, nutzen Sie also dieses Angebot. Wir haben tatsächliche im Jahr etwa 10 Bücher, die wir aus unserem gesamten Stiftungsangebot haben. Das jüngste behandelt Judy Dempsey, eine Journalistin aus dem Königreich Großbritannien, die sich mit dem Phänomen Merkel und ihrer Außenpolitik auseinandersetzt. Das muss ich ja unbedingt mal lesen. Das sollten Sie lesen. Eine Engländerin, die über Frau Merkel schreibt. Haben Sie es schon gelesen? Natürlich habe ich es gelesen. Was ist Ihr Eindruck? Das ist sehr spannend und es ist sehr kritisch. Also sie geht doch sehr kritisch mit der Außenpolitik dieser Bundesregierung um und misst Deutschland eigentlich eine weitaus größere Bedeutung zu, die die Bundesregierung in dieser Form nicht nutzt. Nun wissen wir alle, wie schwierig aus der Historie heraus die deutsche Position in der Außenpolitik zu bewerten ist. Gleichwohl kommen wir ja nicht drum rum. Und das sehen wir und das merken wir in unseren Hintergrundgesprächen ja auch, wie wichtig Berlin als Station für die europäische Außenpolitik geworden ist. Wir machen auch politische Hintergrundgespräche mittlerweile in Brüssel, nach dem Erfolg, den wir damit hier in Berlin haben. Aber Berlin
ist mindestens so etwas wie eine heimliche europäische Hauptstadt geworden. Und das bezieht sich logischerweise auf die außenpolitische Bedeutung dieses Landes. Heißt das, dass die deutsche Politik etwas selbstbewusster auftreten müsste? Sollte, also wenn Sie könnte, nach einem Urteil meinerseits fragen, und glaube ich ja. Nach dem Studium des neuen Buches. Glaube ich ja, dass es etwas mutiger sein könnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn Sie das außenpolitische Feld beobachten, steht Deutschland natürlich unter besonderer Beobachtung. Mhm. Und hier hat Frau Merkel, wenn wir also nur um die Diskussion um den Euro sehen, sicherlich eine sehr kluge Position bezogen. Und wir sehen ja auch die Reflexe aus den südeuropäischen Ländern, aber auch aus den nord- und westeuropäischen Ländern. Diese Positionierung ist nicht ganz einfach. Aber außer dem Euro gibt es ja eine ganze weitere Reihe außen- und sicherheitspolitischer Fragen und Positionierungen, wo wir uns denken könnten, dass es etwas klarer gehen könnte. Und das alles wird bei Ihnen in der Stiftung behandelt. Und jawohl, jeder, der es wissen will, kommt zwar da nicht hin, weil nur auf Einladung. Kann sich aber informieren. Aber er kann sich informieren. Körber-Stiftung.de. Jawohl. Da gibt es diese wunderbaren Bücher. Die kosten ein bisschen was, nicht? Die kosten ein bisschen was. Und es gibt aber auch eine Reihe von Informationsmaterial über unsere Hintergrundrunden, ja, die wir anonymisiert logischerweise dann aber auch der Öffentlichkeit zur, ja, Verfügung stellen. In sogenannten Policy Papers und in anderen beispielsweise beschäftigen wir uns im Bereich Gesellschaft mit dem Thema Altern, Potenziale des Alters. Mhm. In der demografischen Entwicklung sind uns 15 Jahre mehr geschenkt als der letzten Generation. Ja. Diese Potenziale zu wecken und Inhalte zu formulieren, wie wir mit dieser Generation umgehen, ist eins unserer weiteren Anliegen. Körber Stiftung, ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie da waren. Und natürlich auch großen Dank dem Stifter, dem Herrn Körber. Ja, das Alfred hieß er, nicht? Kurt. 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 Kurt A. Punkt. Kurt A. Punkt. Und A stand für? Adolf. Adolf. Kurt A. Punkt. Körber. Dass er diese wunderbare Stiftung ins Leben gerufen hat. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Klaus Wehmeyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Körber Stiftung. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Und wenn Sie Lust auf Außenpolitik, auf Rentenpolitik, demografische Politik, Sie finden alles bei der Körber Stiftung. Und ich kann nur sagen, es ist alles ganz tolles Informationsmaterial. Wenn Sie Gelegenheit haben, einmal zum Forum Außenpolitik, das ist nämlich öffentlich, zu kommen, gehen Sie unbedingt hin. Das ist eine Lern- und Lehrstunde. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis nächste Woche und tschüss.